Namaste, Obabi Suavit, Leute. Das war meine standardmäßige Begrüßung auf Hindi. Habe ich gerade beim Google-Übersetzer nachgeschaut. Ja, wir wollen noch mal ein bisschen kulturelle Sachen hier reinbringen. Wie zum Beispiel die wunderschöne Sprache Hindi, die in Pakistan, glaube ich, zum Beispiel gesprochen wird. Und da ist schon wieder so eine scheiß Schmeißfliege. Babam, weg das Ding, Alter. Rock die Scheiße von hinten. Woo! Tja, ihr hört schon, ich habe ein bisschen neue Musik in meiner Playlist drin. Ein bisschen was Neues, Interessantes, oh, stimmt, hier ist ja gar nichts mit drin, haben wir ausgeräumt. Tja, mir wurde auch gesagt, dass ich nur Schwachsinn während meinem Let's Plays laber. Es wurde mir ernsthaft gesagt, oder? Ist ja unglaublich. Stimmt nämlich gar nicht. Ich laber voll produktiven Schwachsinn. Was machst du da? Scheiß Mu, Kuh, hier, Dingsbummens. Hä? Weißt du was? Ich brauch was zu essen. Oh, ja, cool. Oh, da bist du ja auch noch. Oh, weil der fällt aber ja nicht runter, ne? Oh, das tut mir jetzt aber leid. Ach, das ist scheiße, ne? Und, pass doch auf, bitte, ey. Lass dich doch nicht umbringen hier. Mensch. Das war deine Schuld, ja? Dass das klar ist. Oh, meine Fresse hier. Bin schon wieder voll grausam zu den ganzen Viechern, die hier in unserem wunderschönen Gebiet sind. Ich hätte ja auch mal eine Kuh da reinpacken können, um ein bisschen Fortpflanzungsspielchen mit denen zu machen, ne? Paart euch und so, ne? Sexy Hexy. Rotlichtmilieu von Kühen und sowas. Ich würde schon gern zumachen, weil es ist zwar Tag, aber keine Ahnung, vielleicht kommt doch den Mouse Creatures Mod irgendein Viech hier doch mit nein. Und die Wand sollte ich nur ausbessern, fällt mir gerade so auf. Tja, wir haben jetzt hier komische, ja, Leder, das. Ich pack das einfach mal da rein. Ich weiß jetzt auch nicht, wo ich das hin tun sollte sonst. So, dann grillen wir mal ein bisschen das Zeug hier. Und irgendwas wollte ich jetzt noch machen. Ich weiß aber gerade nicht mehr was, um genau zu sein. Ah, okay. Eben, wie gesagt, noch ein bisschen Tiere anlocken. Vielleicht vermählen, je nachdem, ob sie gerade Lust haben oder nicht. Ich hätte ja schon Bock, da ein paar Viecher miteinander zu... Ihr wisst schon, ne? Ihr wisst schon. Hahaha. Und was ich jetzt auch noch kurz sagen wollte, was ich in der letzten Folge vergessen habe zu erwähnen, weil ich weiß, ich vielleicht auch einige gewundert haben, ich habe seit der letzten Folge benutze ich hier das neue Headset. Es ist unter Umständen immer noch nicht genau eingestellt, weil ich es einfach, ich wollte jetzt einfach direkt aufnehmen, hatte keinen großen Bock da noch rumzustellen. Habe einfach kurz geguckt, ob es übersteuert, ob es einigermaßen passt. Zu der genauen Einstellung und so werde ich mich irgendwann demnächst schon noch widmen, keine Angst. Falls es jetzt nicht genau passt, wird sich da noch was ändern. Aber, Dead Space, habe ich ja schon gesagt, im Infovideo, glaube ich. Oder, ach, keine Ahnung, wo ich das gesagt habe, weiß ich nicht mehr genau. Oh, wieso ist hier Fleisch? Ich habe hier kein Tier getötet. Schweinefleisch. Naja, ich habe nichts dagegen. Auf jeden Fall, Dead Space ist ja komplett aufgenommen und deswegen kann ich... Ja, deswegen ist davon keine einzige Folge mit dem neuen Mikrofon und Amnesia... Oh, drei sogar. Ja, kommt. Machen wir Gruppen bekuscheln hier. Los. Amnesia habe ich bis Folge 12 mit dem alten Mikro aufgenommen. Das heißt, er wird dann in ein paar Wochen mit dem neuen aufgenommen werden. Wovor ich jetzt, um ehrlich zu sein, schon Angst habe. Denn, naja, ich habe bis jetzt die Horrorspiele eigentlich immer bloß mit so einem Knopf im Ohr aufgenommen, ne? So ein billig Knöpfchen da. Apple-Kopfhörer halb kaputt und so, ne? Und jetzt nehme ich dann das erste Mal wirklich mit fettem Headset. Naja, nicht das allererste Mal. Ich hatte gelegentlich auch schon meine Basskopfhörer da auf. Aber ich glaube ja, dass das Headset hier nochmal einiges am Horrorfaktor dazu macht, ne? Und ich denke, die Aufnahmen werden richtig krass werden. Vor allem da Amnesia die letzten Parts ja auch so eine Spannungskurve gemacht hat. Das ist unglaublich, ey. Ja, vorher so ein bisschen Rätsel lösen, ein bisschen verstecken, ne? Und jetzt wurde es zum richtigen Psycho-Horror. Das Game ist schon geil. Vor allem, wie es sich so langsam aufbaut und dann... Da-dam! Angst, Panik und so. So. Nein, nein, ihr dürft nicht raus. Die anderen sollen rein. Kommt hier. Party. Du bist auch blöd. Komm, Kuh. Bist du zu bescheuert? Ich glaube, du bist zu bescheuert, ja. So, und jetzt kommen wir hier nahe und dann machen wir den Gruppenkuscheln und, ach, rock die Fotze hier, so. Zumachen und... Babam! Du hast mich genervt, tut mir leid. So. Autsch. Das ist ja scheiße. Ja, okay, rausspringen kann man nicht, aber Viecher können reinspringen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ideal ist, ne? Naja, wir vermählen die beiden Schafe miteinander. Die dürfen jetzt mal ein bisschen knutschen und dann vermählen wir auch... Scheiße hier.
So, dann holen wir uns halt noch einen Weizen. Eingangstür ist da, genau. Ach, perfekt, dann haben wir hier gleich... Oh, habt ihr es gehört? Das kleine Schäfchen hat schon mal miaut. Ich wollte jetzt echt ernsthaft miaut sagen. Geht ja gar nicht, aber wir können nicht miauen, ne, du. Komm hier nahe, du darfst hier nicht nahe aus. So, ihr beide vermählt euch bitte auch mal. Und natürlich bleibt ihr Viecher da auch alle wunderschön drin. Ach stimmt, da kriegt man ja neuerdings auch Erfahrung dafür. Chillt. Das ist geil. Ich würde fast sagen, dass wir aus unserem allerersten Häuschen da, das ja inzwischen nicht mehr benutzt wird, weil wir letztes Mal hier alles umgeräumt haben, dass wir daraus ein Mausoleum für den lieben Rudi machen, weil der ja damals hier da drin gehaust hat. Ja, wir hatten ja damals sogar ein Hausschwein, das mit uns da die Zeit verbracht hat, mit uns da gelebt hat, dass ich dann eiskalt mal umbringen musste, weil es davon gelaufen ist und sprech mich nicht mehr drauf an, ich bin immer noch total... Mich macht das immer noch total fertig, Leute. Ach, mein Gott, ey. 8 Steaks hier. Wird doch mal wieder. Ja, wir brauchen. Ja, wurde auch mal wieder Zeit, dass wir hier ein bisschen Essen holen, weil es war, wurde ziemlich leer, das Ganze, ne? Okay. So, ich bin nicht mal dafür, dass wir mal wieder eine wunderschöne Höhlentour machen. Ja, das Steak kann ich mal schnell fertig grillen lassen und währenddessen können wir uns hier ein bisschen Sachen annehmen. So. Ich glaube, fast würde vermuten, dass wir keine Axt. Hätte ich einen Amboss, könnte ich die beide zu einer... Ah nein, Moment, das kann man doch im Inventar machen, ne? Also hier, das haben sie doch irgendwie hinzugefügt, dass man, wenn man hier so ein paar kaputte, dass man dann eine rauskriegt, die... Ah, die noch ganz ist. Das ist sehr nützlich, um Inventarplatz zu sparen. Auch sehr nützlich, um Truhenplatz zu sparen, obwohl die ja eigentlich total leer ist hier und noch massenhaft Platz wäre. Tja, wo habe ich denn den ganzen Stickerlers hin? Ja, da, dann machen wir uns ein bisschen Material, Werkzeug für eine neue Höhlentour. Da wir wirklich ewig nicht mehr auf Höhlentouren waren. Ist echt so. Meine Fresse, das ist schon ewig her. Naja, ich habe halt die ersten Folgen gleich ordentlich Diamanten gefunden und hatte dann keine große Lust, nochmal in die Höhle reinzugehen. Ich denke, wir holen uns ein bisschen Obsidian. Wenn wir es finden, natürlich auch wieder Diamanten. Ne? Das wäre ja saugeil, wenn wir jetzt schon wieder Diamanten finden. Ich meine, wir haben jetzt 7, ne? Also da geht schon noch was. Geht schon noch was. Nein, ich wollte die Fische eigentlich da rein tun. So. Fische. Die Fische sind schon gebraten, du Hundskrüppel. Merkt ihr das mal, verdammt, ha? Mensch. Und nicht wundern, dass ich mich selber beleidige. Das ist gerechtfertigt. Das ist gerechtfertigt. Mensch. Mann, steht da doch extra dran, gebratener Fisch, ne? Und ich blick's wieder nicht. Und was... Ja, ich blicke jetzt... okay, doch. Ich hätte schon gedacht, ich blicke auch nicht, was ich hier jetzt überhaupt machen wollte, aber ich wollte natürlich noch ein paar Fackeln. Denn mit 4 Fackeln eine wunderschöne Höhlentour zu wagen, ist etwas armselig. Oh, chillige Musi. Das habe ich beim Outro von meinem Best-of genommen, das Lied. Das war sau entspannend, ey. Wobei die Best-of-Szenen inzwischen auch schon ziemlich alt sind, ne? Ich habe mir mal vor kurzem wieder überlegt, welche Szenen denn so für ein neues Best-of in Frage kämen, ne? Aber ich weiß auch nicht, irgendwie da kam ich gar nicht auf richtige Szenen irgendwie. Ich weiß auch nicht, ich hatte da keine markanten Szenen irgendwie im Kopf. Hey, das wäre doch cool, das hättest du damals mal machen können. Oder das könntest du in neues mitnehmen, mit reinnehmen oder so, ne? Kam ich auf nichts. Ja, sieht es recht kurz. Was nehme ich denn jetzt alles an Verpflegung für eine kleine, klitzekleine Höhlentürchlein mit? Ich glaube, ich nehme einfach mal die 10 Steaks hier mit. Oder alle 10, ich weiß ja nicht. 6 Steaks. Naja, ich denke, Zombiefleisch und so werde ich genug kriegen. Vielleicht sollte ich jetzt erstmal mich voll essen, oder? Wäre schlau, da ich ja eh nicht mehr so viel habe, so. Oh, ey, Alter, die Steaks füllen aber schon richtig den Magen, du. Das ist ja nicht mehr normal. Nehmen wir noch 2 Fischchen mit. Ah, nee, mach mal ein Fischchen nehmen wir mit. Und 5 Steaks dürften. So, 2 von denen, 5 von denen, ein Fisch. Ist das roh? Oh, das ist rohes Hühn. Ist das roh? Oh, das ist rohe Ratte. So, dann warten wir noch ganz kurz, bis die Ratte durchgegoren ist. Die nehmen wir dann nämlich auch mit. Ich würde dann sagen, anstelle des Fisches, weil, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich den Mod noch hier drin behalte, weil... Naja, ich finde ihn schon ganz interessant, aber das Spawnen von den Tieren, das finde ich schon verdammt nervig, dass die so wild durcheinander spawnen und alles, ne? Also, finde ich echt krank, dass wir auf einmal hier Tiere haben, von denen wir vorher nie was gesehen haben und so.
Vorher hatten wir hier keine Tiere, nicht mal ein billiges Schaf oder so, und jetzt sind die hier überall. Finde ich schon ein bisschen blöd gelöst, deswegen weiß ich nicht, ob wir den drin behalten. Vielleicht tue ich dann lieber den raus und mache hier für die Schönheit ein bisschen den Shader rein oder so. Ach okay, wir können sogar nochmal schlafen, bevor wir uns in die Höhle hineinwagen. Ist doch schön. So. Und wisst ihr was? Ich glaube, ja komm, mach mal. Dann nehme ich mir nämlich auch noch ein klitzekleines Steinschwertchen mit. Ich weiß, ich habe sowieso so viel Eisen, wieso benutze ich das nicht? Aber ja, keine Ahnung, wieso ich es nicht benutze. Gute Frage. Ich weiß nicht, ist mir zu schade. Weil ich dann eben doch denke, dass ich das gelegentlich für bessere Sachen benutzen könnte. So, okay, das ist in Ordnung. Dann können wir uns wagen in die Hölle. Machen wir mal ein bisschen Entdeckerparty hier. A la Francis Drake oder was weiß ich. Oder auch a la Nathan Drake in Uncharted. Was ich auch im Echtes dann immer noch ein verdammt geiles Spiel finde. Die ganze Reihe, vor allem aber Teil 3. Bloß blöd, dass ich keine PS3 habe, ne? Hehehe. Und auch keine Capture-Card, sonst würde ich euch das vielleicht zeigen. Naja, ich bin ja eh so der Horrorspiel-Fan, da werden wir in Zukunft auch mehr sehen. Ich freue mich ja immer noch auf Amnesia 2. Das wird der Oberburner, verdammt nochmal, ja. Ja, ich kann mir echt vorstellen, dass das Game für sowas von episch geil wird. Müssen wir abwarten, auf jeden Fall werde ich ordentlich Spaß mit euch haben. Der erste Trailer war richtig gruselig, um ehrlich zu sein. Tja, hier waren wir schon überall, aber seit Ewigkeiten waren wir nicht mehr in der Höhle hier, ne? Ich habe mir das jetzt aber mal als Anlass... gruselige Höhlenmusik. Ich habe mir das mal als Anlass genommen, wieder in die Höhle zu schauen, nachdem wir jetzt ja endlich die Baufolgen sozusagen rum haben, ne? Weil wir haben ja die letzten Folgen ordentlich gebaut. Seit Folge 10 waren wir, glaube ich... Nee, seit Folge 9 oder so waren wir nicht mehr in einer Höhle. Ne? Müsst ihr euch erstmal geben. Und da wir jetzt da einigermaßen mit der Baustelle mal abgeschlossen haben, habe ich mir gedacht, gucken wir mal wieder hier ein bisschen in der Höhle rum. Wisst ihr was, ich markiere mal den Eingang hier genauer. Das ist der Eingang, durch den wir in die tieferen Höhlensphären kommen. Durch den wir auch immer reingegangen sind, ja. Also das war immer unser Weg, um ein bisschen auf Gesteinssuche und alles zu gehen. Aber ohne Scheiß, den müssen wir ein bisschen stärker markieren hier. Sonst... Oh, Entschuldigung, ich bin gerade ans Mikrofon gegangen, als ich mich gekratzt habe. Hat wahrscheinlich ein unschönes Geräusch von sich gegeben. Tut mir leid. Es tut mir halt wirklich leid, ne? Also insofern. Okay, da müssen wir nicht lang. Frag mich nicht, was ich jetzt hier machen will. Ich werde einfach irgendwie dafür sorgen, dass ich das wiederfinde. Weil ich die letzten Male, als wir in der Höhle waren, was jetzt auch schon wieder ewig her ist, ich weiß. Aber ich hatte einfach verdammt Probleme, hier immer den Rückweg zu finden, weil ich auch... Ihr wisst ja, ich habe eine Orientierung wie sonst was. Orientierung wie ein Stein, Leute, ja? Die Musik passt ja schon zu einer Höhlentour, ne? Ich lass mich nicht von der Ratte angreifen, bist du... Ah! Eine Ratte. Eine Ratte hat mich angegriffen. Eine Ratte. What the fuck? Nein! Wir haben jetzt hier auch noch eine Monsterschlucht drin. Ach du meine heilige Fresse, Alter. Die Höhle ist so riesig. Die Höhle ist so riesig, Alter. Da kriege ich ja echt Angst. Naja, ist echt nicht verwunderlich, dass wir hier Diamanten gefunden haben, ey. Wenn die auch noch hier so ewig weitergeht. Das ist halt echt verrückt. Dass wir so eine Höhle hier kriegen, hätte ich nie gedacht. Hätte ich nie für möglich gehalten, du. Da ist ein fliegendes Pferd. Ich werde dich wegbashen, Alter. Du hast ja nichts zu suchen. Was kriege ich? Leder. Lahm. Ist ja echt lahm, Alter. Bash ich einmal ein fliegendes Pferd hier weg und dann kriege ich nur Leder. Ich habe aber echt... Ich habe Bedenken, was hier noch so sein könnte, sage ich jetzt mal, ne? Weil ich meine, der Mod hat bestimmt einige Höhlenkreaturen hinzugefügt und ich weiß nicht, ob ich wirklich alle sehen will. Nee, ich glaube, ich will sie nicht sehen. Wir sind darüber einig geworden. Jetzt wähl halt die verdammten Fackeln aus, Alter. Ganz ehrlich, aber mit so einer chilligen Musik lässt sich's schon eher ertragen, ne? Ba 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 ba
Und wisst ihr was, liebe Leute? Die Folge ist schon wieder um. Mir hat es wirklich verdammt Spaß gemacht, mich mit euch. Und da oben ist Gold. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Für den nächsten Part klickt ihr rechts. Und ich verpiss mich mal hier ins Licht, da ich Angst hab vor möglichen Viechern. Also schaltet bald wieder ein. Für die nächste Folge klickt rechts oben. Und ich hör's auf zu singen, denn das ist wirklich scheiße. Ich kann's nämlich nicht. Naja, Leute, für den nächsten Part klickt ihr rechts oben. Für den vorherigen Minecraft-Part, die erste Aufnahme mit dem neuen Mikrofon, für den klickt ihr links oben. Und wenn ihr immer über alles auf meinem Kanal informiert sein wollt, dann klickt doch einfach auf den Knopf in 3, in 2, in 1, in 0. Bis zum nächsten Mal bei der Höhlentour hier. Servus!